Genau, und wir machen direkt weiter. Ich freue mich, wir haben Vertreter vom Yes-Bundesverband und dem Landesverband von Yes-NRW, den Thorsten Zägert und den Stefan Ritsche. Und die werden uns nun das Qualitätssiegel selbsthilfefreundliche Einrichtungen vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf euren Vortrag. Als erstes möchte ich Sie alle willkommen heißen zu unserem Beitrag zum gemeinsamen Projekt des Yes-Bundesverbands und Landesverbands NRW. Unser Thema heute ist das Qualitätssiegel Drogen, selbsthilfefreundliche Einrichtung. Ich bin Stefan Ritschel vom Yes-Bundesverband und gemeinsam mit meinem Kollegen Thorsten Zägert vom Yes-Landesverband NRW möchten wir Ihnen kurz unser Projekt näher bringen. Wieso haben wir das Projekt Qualitätssiegel ins Leben gerufen? Was wollen wir damit erreichen? Und wir möchten Ihnen einen kurzen Einblick in den Ablauf geben. Von der Bewerbung über das Gremium, welches über die Bewerbung entscheidet, bis zur Übergabe der Urkunde oder einer eventuellen Absage. Ja, dann mache ich mal weiter, denn schon seit einigen Jahren bestand ja der Wunsch, wirklich gute Einrichtungen und Partner für ihre Unterstützung zu würdigen. Und damit das professionell und gerecht geschieht und auch die Haltung von Yes widerspiegelt, haben wir uns beim letzten Schienetreffen letztes Jahr in Düsseldorf hauptsächlich mit dieser Umsetzung genau dieser Aufgabe beschäftigt. Vor Ort wurde daraus ein Auftrag an eine sogenannte Zertifikats-AG, um das umzusetzen. Und ich bin auch, glaube ich, für alle recht stolz. Das ist dann auch total flott vonstatten gegangen. Und naja, das Ergebnis seht ihr ja hier. So, mein Mikro ist wieder an. Die extra gegründete AG Qualitätssiegel, bestehend aus Vertretern beider Verbände und anderer interessierter Jessler, haben die auf dem sogenannten gemeinsamen zweitägigen Treffen der Schienen die erarbeiteten und formulierten Voraussetzungen gesammelt und die zu den sechs wichtigsten Grundkriterien praktisch gebündelt. So, Punkt 1 wäre zum Beispiel die fachliche Unterstützung der Selbsthilfearbeit. Zum Beispiel, das könnte bedeuten, also eine Einladung in regionale Arbeitsgemeinschaften oder die Angebote zur Hilfe durch die Möglichkeit der Fortbildung, zum Beispiel Safer Use, Erste Hilfe oder Ähnliches. Punkt 2 ist die gleichberechtigte Teilhabe. Zum Beispiel, da werden zum Beispiel gemeinsame Entscheidungen im Team, also von der Selbsthilfe und der Beratungsstelle sozusagen. Ne, das könnte zum Beispiel die Öffnungszeiten betreffen, wenn die Selbsthilfe irgendwie sich engagiert. Die Angebote könnte man zum Beispiel diskutieren oder besprechen, inwieweit welche sind überhaupt sinnvoll, wann sind sie sinnvoll, nicht, dass die von vornherein einfach nur bestimmt werden. Ne, auch dann ist es ganz wichtig, dass die Angebote der Selbsthilfe selber auch von der Beratungsstelle nach außen getragen werden und auch wahrgenommen werden, weil das Potenzial von drogengebrauchenden Menschen in der Beratung ist doch eigentlich sehr hoch. Und nicht immer nur die fachliche gelehrte Kompetenz ist die einzig richtige. Punkt 3 wäre die Zurverfügungstellung der Infrastruktur. Das ist ganz klar, wie immer, die Nutzung der Räume, das Telefon, das Internet. Aber auch der Informationsverteiler von der Beratungsstelle zum Beispiel, dass alle Informationen auch an uns weitergetragen werden. Gibt es irgendwas, was auch für uns wichtig sein kann, aber genauso auch andersrum, dass die Veranstaltung oder irgendwelche Sachen auch von der Selbsthilfe in den Verteiler weitergegeben werden. Bekanntmachung von Arbeitskreisen, auch das ist eine wichtige Sache. Oder auch was Banales, wie zur Verfügungstellung von Pavillon, Stellwände oder der Transport, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt, zum Beispiel den Tag der Entschuldigung, der Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher, das ist immer so eine Sache. Dann Punkt 4 ist die Wahrung der Autonomie. Das ist ganz wichtig, dass, wenn sich die Selbsthilfe trifft, keine Beaufsichtigung dabei ist, dass man sich wirklich als Selbsthilfe ganz frei unterhalten kann, weil es kann ja gelegentlich auch mal gegen Mitarbeiter der Einrichtung sein, gegen den Träger oder Finanzgeber. Also deswegen ist das ganz wichtig. Keine Mitsprache in der Bestimmung von Mitgliedern oder der Zeiten des Treffens, weil manchmal sagt man hier, du musst an der Selbsthilfe teilnehmen. Das entscheidet doch bitte die Selbsthilfe selbst, wer daran teilnimmt und wer nicht.
und die Akzeptanz der eigenen Gruppenregeln. Auch die Yes-Gruppen, die haben eigene Regeln, so nach dem Motto, wenn das Haus selber sagt, ihr dürft immer nur kommen, wenn ihr konsumfrei seid, das ist in der Selbsthilfe eigentlich gar nicht möglich, ne, dass man da also auch da gemeinsame Übereinstimmung findet. So, Punkt 5 ist der Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre. Wie gesagt, erstmal ganz wichtig, dass es keine Beaufsichtigung gibt. Wer kommt denn dahin? Wer kommt heute nicht? Das ist ganz wichtig. Und keine Weitergabe der Daten an Dritte, die sich in der Selbsthilfe engagieren oder über den eventuellen Konsum, den Familienstand oder der beruflichen Situation oder auch der gesundheitlichen. Das ist auch ganz wichtig, dass diese Daten in der Selbsthilfe bleiben, auch nicht, wie gesagt, an Dritte weitergegeben werden. Punkt 6 ist die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Das können Angaben auf der eigenen Webseite zum Beispiel sein, dass die Selbsthilfe hier, wann trifft sie sich, wer ist der Ansprechpartner, an wen muss man sich wenden. Und das Gleiche ist dann auch mit der Verteilung und zur Verfügungstellung von Yes-Materialien in den Räumlichkeiten, im Netzwerk und so weiter. Das wäre es eigentlich. Oder die Vermittlung von Kontaktanweisungen oder Ähnliches. Das sind natürlich erstmal hehre Ziele und nicht jede Einrichtung kann das alles oder kann das alles in dem Umfang wie gewünscht. Aber allein die Augenhöhe und die Bereitschaft dazu bestimmt dann natürlich auch letzten Endes darüber. Jede einzelne Bewerbung wird auch vom Komitee auf die Grundvoraussetzungen hin geprüft. Und da reicht es uns bestimmt nicht immer, die einfach nur vage zu kennen. Auch ein Telefonat, gerade jetzt in Corona ist ja Treffen oft schwierig, ist oft nicht ausreichend. So dass wir teilweise die Einrichtung dann auch vorab besucht haben, gerade auch wenn der Webauftritt von denen überhaupt nicht viel über die Art der Förderung, der Selbsthilfeförderung aussagt. Auch interessant ist vielleicht, wenn es unter einem Dachverband verschiedene Einrichtungen gibt, ist es für uns sinnvoll, nicht den Dachverband zu würdigen, sondern tatsächlich immer die Einrichtung auszuzeichnen. Nach einer gründlichen Recherche besprechen wir dann im Komitee und in den Vorständen die einzelnen Bewerbungen. Da gab es bisher auch schon mal den Fall, dass wir eine Bewerbung hatten, die wir nicht annehmen konnten, weil einfach einiges fehlte. Und dabei geschieht so eine Ablehnung natürlich total freundlich und mit der Hoffnung verbunden, dass diese Einrichtungen vielleicht die Herausforderung annehmen und darauf hinarbeiten, dass sie dieses Zertifikat verdienen. Vielleicht ihre Infrastruktur verbessern oder an anderen Punkten zu arbeiten. Das ist uns wichtig. Ein paar Einrichtungen waren tatsächlich gesetzt. Das sind halt die, die uns teilweise von ganz Anfang an unterstützt haben, wo wir immer einen Raum finden, wo wir immer auch jegliche Form von Unterstützung finden und tatsächlich in keiner Form gegängelt werden. Da war es dann recht einfach, aber das ist halt tatsächlich, wir nehmen das sehr ernst und durch Corona war es jetzt leider nicht möglich, so viele, die sich beworben haben, schon komplett auszuzeichnen. Aber die, die wir ausgezeichnet haben, die waren dann tatsächlich auch mit Vorständen und Geschäftsführungen an Ort und Stelle und haben das ganz in den kleinen Rahmen doch wiederum recht groß gemacht, was sehr schön ist. Und wichtig ist auch, dass die alle gesagt haben, dass es ihnen unheimlich viel bringt, dass diese Auszeichnung von uns kommt, von uns drogengebrauchenden Menschen, von uns Leuten, die tatsächlich Selbsthilfe leben und gestalten. Und das hat die schon recht gefreut und stolz gemacht. Ja, was bieten wir? Erstmal eine wunderschöne Urkunde, im Original schön eingerahmt mit einem persönlichen Besuch vor Ort. Dann natürlich auch die entsprechend als PDF-Datei, weil wir finden, nicht nur die Einrichtung soll eine Auszeichnung bekommen, es gibt auch jeder einzelne Mitarbeiter. Und deswegen denken wir, es ist ganz toll, dass man die dann auch innerhalb vielleicht mehrfach publizieren kann, damit man sich in die ins Büro hängen kann oder als Anerkennung. Also das ist uns ganz wichtig. Dann gibt es dafür noch einen wunderschönen Aufkleber, den man an den Fenster oder an die Tür machen kann, damit das für jeden auch nach außen hin sichtlich ist, dass die Einrichtung ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig gibt es ein digitales Label für die Nutzung der eigenen Webseite oder auf der eigenen Webseite, um das auch großflächig zeigen zu können. Selbstverständlich gibt es für jede Einrichtung, die dann ausgezeichnet wurde, einen kleinen Bericht in unserem Drogenkurier.
Und gleichzeitig auch auf unserer Webseite werden natürlich auch ausgezeichnete Einrichtungen natürlich auch noch genannt. Also auch, wir machen ein bisschen Werbung für die Einrichtung sozusagen, dass sie selbsthilfefreundlich sind, weil das ist ja wirklich dann auch was, wie Thorsten schon sagt, was Außergewöhnliches. Uns allen ist das sehr wichtig, dass diese Siegel, also das kriegt nicht jeder, also man kann sich wirklich geehrt fühlen. So, das war es jetzt eigentlich nur mal ganz kurz an Thorsten. Ja, dann haben wir jetzt auch schon praktisch die letzte Seite von unserer kleinen PowerPoint-Präsentation. Und da kann man vielleicht noch mal gut drauf sehen, wie das Zertifikat und der Aufkleber. Der Aufkleber, das ist oben rechts das Aussehen. Und da geht natürlich der Dank auch an die Grafiker von der Deutschen AIDS-Hilfe, die die Vorstellungen von den Mitgliedern vom Zweitägigen, wie ich oder wir alle finden, gut umgesetzt haben. Sehr schön ist, dass auch bei diesem Projekt oder auch bei vielen anderen Projekten jetzt der Bund und der Land gemeinsam die Energien bündeln und dass alles in Bewegung kommt und in recht flotter Weise auch die Wünsche der Mitglieder umgesetzt werden und werden können. Und deshalb geht auch gerade bei dem Zertifikat hier unser Dank an die Mitglieder, die sich hierfür sehr engagiert haben und dann eine wichtige Vorarbeit geleistet haben. So, jetzt ist natürlich dieses Siegel erstmal verteilt an einige und einige Bewerbungen laufen auch noch ein und es werden sicherlich noch viele kommen. Kann natürlich auch sein, dass sich in dem Laufe der Jahre Einrichtungen verändern. Und da wollen wir also auch ein Augenmerk drauf haben, immer mal gucken. Deshalb ist das natürlich auch mit einem Datum ausgestattet. Und wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir das weiter fortführen, dass es vielleicht irgendwann nochmal eine Erneuerung gibt oder in anderen Farben. Aber auch da sind wir noch dran. Jetzt sind wir erstmal gestartet damit und ich finde das ganz wichtig und schön, weil genau das nochmal ein Augenmerk darauf legt, was wollen wir denn eigentlich? Und ein Augenmerk darauf legt, wer tut denn was für uns und wer tut denn wirklich was? Wo sind es keine Lippenbekenntnisse? Und ich glaube, das ist ganz wichtig dabei. Ja, vielen Dank. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann werden wir versuchen, die gut zu beantworten. Erstmal ganz vielen Dank an euren Vortrag, Stefan und Thorsten. Thorsten. Nein, das gibt's doch gar nicht, Thorsten, mit deinem Namen. Ja, wunderbar. Also ein ganz toller Vortrag. Ich finde, das ist, vielleicht sagt er ganz kurz, wo muss man sich bewerben, wenn man sich auf das Zertifikat bewirbt? Ansonsten würde ich die Fragerunde gerne kurz halten und eher auf euch verweisen, dass Leute euch anschreiben, weil gerne. Das ist in der Zeit. Sagst du noch ganz kurz, wo man sich bewirbt? Ja, das ist also, ihr könnt über die Seite von Yes Bund oder Yes Land, könnt ihr euch direkt bei uns bewerben. Da steht die E-Mail-Adresse drin, Zertifikat @ bla bla bla. Und bewerbt euch zahlreich und wir werden euch prüfen, sehr gerne. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also das ist ein schönes Zertifikat. Ich werde mich bemühen, dass auch unsere Einrichtung sich bewirbt. Ja, wäre schön. Wir würden uns freuen.